in 10 oder in 100 oder in 1000, aber sicher in einer Million Jahren wird dieses Meer weiterhin nicht aufhören können, seine brachiale Unzufriedenheit und Gewalt redundant zu wiederholen, auf der Suche nach Erlösung. Aber dieses unglaubliche Projekt, dass dieses einzige Wesen jemals im Universum entstanden ist, dass ja ein Bewusstsein von Existenz, ja ein Bewusstsein eines Bewusstseins über dieses Bewusstsein gehabt haben würde, das ist doch schmählich gescheitert und sehr bedauerlich, dass dies so enden muss und nicht einen anderen Ausgang hätte finden können als die Selbstzerstörung erneut wieder. Aber Bewusstsein ist einfach dem Tod geschuldet, oder es ist jenem ersten Tod geschuldet, des Verrats, der Inkompatibilität, des Begehrens, der Nicht-Übermittelbarkeit und der Nicht-Übertragbarkeit desjenigen, was die einen auf die eine Seite stellt, einfach als automatisch unbewusste Wechselaustauschkörper, nicht des Glücks oder der Lust oder der Schmerzvermeidung und auch nicht der anderen Seite des Unglücks, der Selbstzerstörung. Das sind nur zwei Seiten, die gegeneinander anrennen, sondern eben jenes neu sensationell aberwitzigen unterworfen ist, der es macht, dass da eben alle Verträge gecancelt werden, jeder Vertrag unterwandert wird und nur in einen einzigen Vertrag mündet, dem das Verhältnis der Reproduktionsfähigen mit Groß A und Groß Vieh Leben um des Lebenserhaltungswillens und der Neutransformierung eben der Sensationsaberwitzigkeiten, des sensationellen Erlebens und Erleidens, das aufgrund der dysfunktionalitäten Aufspreizungen solch maximale autistischen Grade erreicht hat. Nichts konnte daraus werden, aus diesem Bewusstsein. Es war von vornherein geschlagen damit, dass daraus keine Gemeinsamkeit werden konnte. Denn jeder Seite war nur verpflichtet ausschließlicherweise dem eigenen Projektziel und missbrauchte und verbrauchte und genoss der Funktion des anderen. Und also gab es keine kommutative Bewusstseinsentwicklung, keine, die etwas anderes daraus hätte machen können, als immer nur die Sensationsaberwitzigkeiten um den Preis des eigenen Körpers, des eigenen Todes weiterzutreiben. Keine, die dieses verdammte Redundanzprinzip in Frage gestellt hätte.